Oh, hey, was macht ihr denn hier? Ach, ihr wollt, dass ich mehr Trine spiele? Sag das doch, mein Gott. Kein Problem, kriege ich hin. Zur Information, ich bin immer noch krank. Ich sollte immer noch nicht aufnehmen. Es ist mir aber vollkommen egal. Ich werde jetzt trotzdem Sachen aufnehmen, damit ich das später nicht machen muss, weil ich jetzt gerade Zeit habe. Und Zeit ist bei mir Rarität. So, mal gucken, ob wir das hier tatsächlich so einfach hinkriegen, wie ich mir das denke. Wir kriegen es tatsächlich so einfach hin, wie ich mir das denke. Whoop-Heidi, ich habe den kleinen grünen... ich will es... Will ich es? Ja, ich will es. Ja, ich will es. Don't care. Oh, shit. Ich dachte, ich krieg das jetzt cool gedodged, aber nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wer bin ich denn? Und ich töte natürlich direkt einen von meinen Charakteren. Kein Problem. Bin ich ja gewohnt. Bin ich ja gewohnt. Ich, mein Gott, was soll's. So, weiter geht's. Oh, das war knapp. Ich bin da fast reingerannt. Ich habe gehört, hier passieren Sachen. Nämlich stirbst du. Du auch. Und letzten Endes du tatsächlich auch, wenn ich hier irgendwas zum Werfen finde. Oder auch nicht. Mir egal. So, oh, ach Gott, wow, beschießt mich einfach. Wenn ich dich hier einfach so eine kleine Kiste hinstelle. Wow. Kannst du bitte. So, dankeschön. Und du da hinten. Ich find's cool, dass der Magier auch eine Art von Fernkämpfer ist. Oder. Und weg ist er. So. Hops. Hops. Ja, okay. Kann ich das Ding hier nehmen und hier draufstellen, damit ich dann. Kannst du bitte. Dudes. Nein! Ah, goddammit. Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Wenn ich da einfach hochstelle und das Ding hin und her bewege, dann kann ich da einfach jetzt beispielsweise so zur Seite und dann könnte ich da einfach drauf. Ach, mein Gott. Wenn ich nicht so schlecht wäre, meine ich, könnte ich Sachen machen. Solche Sachen ungefähr. Diese athletischen Hin- und Hergespring-Angelegenheiten. Komm hoch, komm schon. Ach, danke schön. Gott sei Dank brauche ich die scheiß Dieben dafür nicht. Hopsti-dopsti. Möchte ich da? Nein, möchte ich eigentlich nicht. Oh, hops. Oh, da oben ist ja schon direkt der nächste Checkpoint. Und sie lebt wieder. Welches Mysterium? Ich habe das Gefühl, hier kommt irgendwas. Ich wusste es. Stirb. Stirb ein bisschen mehr, bitte. Danke. Stirb du halt auch. Schade, ich dachte, ich kriege ihn aus der Luft. Nein, natürlich nicht. Wow. Komm her. So. Noch einer? Noch einer? Nein? Was? Das kann so nicht gewesen sein. Das glaube ich nicht. So, hops, runter. Hops, rauf. Und hops, da hoch. Und was auch immer. So. Hier haben wir ein Spikeball-Ding, was auch immer. Oh mein Gott, nein. Oh. Bleib bloß weg. Dahin. Nicht in meine Nähe, bitte. Weg damit. Die machen nämlich Schaden, wenn du sie berührst. So ungefähr. Wow, ich bin dumm. Yay. Ist nichts Neues, aber es erstaunt mich immer wieder, wie dumm ich tatsächlich bin. Ist da oben irgendwas Cooles? Nein? Oh, es hat sich so... Es sah so aus, als wäre da oben irgendwas Cooles. Nein, natürlich ist da nichts Cooles. Was soll's? How about ihr lasst mich in Ruhe? How about ihr lasst mich bitte alle in Ruhe? Ich hab bitte gesagt. Wie wär's mit, so, danke. Ja, das sehe ich ein. Das macht um einiges besser. So, na komm. Und, busch. Ich finde die Fähigkeit so cool. Na, hopp, wirst du... Anscheinend geht es nicht. Don't care. Ups. Kann ich mich da irgendwo dran hacken? Anscheinend nicht. Don't care. So. Ja. Ich würde doch liebend gerne irgendwie hochkommen. Muss ich hier so einen Scheißkasten setzen oder wie oder was? So einen Scheißkasten. Ups. Ah doch, ja, so komme ich hoch. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann ich noch so einen Kasten machen.
noch so einen Kasten machen, sag ich. Und diesen Kasten dann da ansetzen. Und davor die Spinne da kaputt machen, wenn ich sie treffen würde. Kannst du bitte die Spinne da kaputt machen? Dankeschön, sehr nett. Hops, nein! Ah. Alles klar, Kasten. Hops, da die Lu. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte ich das? Ich weiß es nicht. Na doch, das wollte ich. Das passt. Da komme ich aber so nicht hoch, also muss ich diesen Kasten jetzt wieder da hochsetzen, sondern ja, dann auf den Kasten zu steigen. Das Ding zu steigen, um dann hier hochzukommen und dann das kleine grüne Ding zu kriegen und das, was in der Kiste ist. Gewehr! Meins! Marderfiole gefunden. Ja, cool! Das ist noch mehr Scheiß, den ich dem scheiß Magier in die Hand drücken kann. So. Stellt automatisch 30% des verlorenen Manas wieder her, sobald das Mana des Charakters verbraucht ist. Ist nur einmal verwendbar und wird beim Erreichen eines neuen Checkpoints aufgefüllt. Cool. Möchte ich das da haben? Ich weiß es nicht. Ich gebe das einfach mal dem da. Aus Prinzip. Ups. Nein. Ach. Warum lebe ich noch? Warum spiele ich Videospiele? Das habe ich mich schon im ersten Part gefragt. Ups. Ich bin schlecht. Nein. Wow. Wow. Kumpel. Mach das nicht nochmal. Nicht nochmal. Und jetzt holen wir das kleine Fläschchen von da oben runter. Dankeschön. Whee! Wenigstens etwas, was funktioniert. Hopsadidlu. Au. Was? Seit wann machen die Radioschaden? Sehe ich voll nicht ein. Ich gehe jetzt zurück und hole mir mein scheiß Diebendings wieder. So, komm her. Danke. Wow, nimm halt Schaden. Nimm halt Schaden. Nimm halt Schaden. Glitch einfach aus, kein Problem. Glitch einfach hin und her. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Mein Gott, was ist denn das? Wow. Oh Gott, wow. Wow, wow, wir sind gerade 7 Minuten im Part und ich habe nichts geschafft. So ziemlich. Ja, okay. Dann soll ich doch lieber den Sack hier nehmen und dann und dann hier oben nehme ich das da. Geht das kaputt, wenn ich da so drauf ziehe? Oder muss ich da so einen Kasten machen und den da oben irgendwie gegenboxen? Ich muss so einen Kasten machen und den da oben gegenboxen. Alles klar. Risk, 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 Risk. So, abgesetzt. So, komm her. Wow, wow, was? Diese Skills. Diese MLG-Skills. Unglaublich. MLG-Trine. MLG-Trine. Das scheint mir... Schaut euch das an. Es muss das Grab sein. Ja, du hast recht. Das ist das Grab des Hüters. Es hat überall Inschriften. Ich brauche Zeit, sie zu entschlüsseln. Jupp, dann hau raus. Ich brauche Zeit, sie zu entschlüsseln. Gehen wir einfach rechts weiter. Als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal 3 Hüter, die jeder ein Artefakt beschützten. Der Trine war ein Artefakt der Seele und der Gerechtigkeit, sowie Katalysator guter Kräfte, die schweigend geholfen haben, junge, gutherzige Zauberer in der Astralakademie aufzuziehen. Die beiden verbliebenen Artefakte wurden nur flüchtig erwähnt. Das 2. Artefakt, dem man Verstand und Macht zuschrieb, wurde in dem großen Schloss in der Mitte des Königreiches gelagert. So, alles klar, weiter geht's. Drachenfriedhof, das hört sich doch mal... Das macht jetzt alles Sinn. Genau. Unsere Seelen sind mit dem Artefakt verflochten und unser körperliches Dasein ist das einfache Abbild unserer Seele. Ich bekomme von diesen ganzen Kämpfen Hunger. Warum hörst du mir nicht zu? Das ist aufregend. Wir müssen schnell zum Schloss. Und dies ist der Weg. Drachenfriedhof. Wir gehen da entlang, wo anstelle von kleinen Skeletten große liegen. Was werden wir tun, wenn sie lebendig werden? Es ist der schnellste Weg zum Schloss, mein Lieber. Vertraue mir. Genau, vertraue dem Sack, der nichts kann. Der irgendwie Feuermagier... Was auch mal Feuer, blablabla, was auch mal, keine Ahnung, Getränke erfunden hat, nur damit Frauen ihn mögen. Vertrau ihm!
Das sind die besten Leute, denen man vertrauen kann. Hopp. Checkpoint. Denied. Bitch. Ach Gott. Ja, okay, komm her. Mach ich dich halt auch noch kaputt. Komm her. Komm her. Bruno, don't care. Bruno, don't care. Bruno, smash. Hoch. Und Sachen. So, was läuft hier? Ach, shit. Was läuft? Ach, shit. Ja, komm. Ich hab das Gefühl, hier fängt es dann tatsächlich an, ein bisschen komplexer zu werden. Wow. Bin ich schlecht. Hier kann man nämlich alternative Wege gehen. Ich glaube, du kannst da ganz oben hin und her springen. Du kannst hier unten hin und her kriechen. Du kannst so zwischendurch immer hin und her wechseln und ganz viele andere Sachen machen, die toll sind und der ganzen Familie Spaß bereiten und was auch immer. Ich hab doch keine Ahnung. Ich spiel doch nur. Ah, Beinschützer gefunden. Winter Tank. Hau raus. Beinschützer mindert den Schaden von Beintreffern. Kriegt Bruno, weil Bruno ist unser Tank. Fahr, kleines Auto. Whee! Hoch da und Bruno Smash. Es hat sogar funktioniert. Das finde ich jetzt cool. Checkpoint. Hatten wir den schon? Weiß nicht. Mir egal. So, ob. Nein, ich wollte nicht. Genau das wollte ich nicht. Gott sei Dank, Checkpoint. Gott sei Dank haben wir deinen. Gott sei Dank, Checkpoint. Wow. Hops, nein, komm, hops, hoch, hops. Ich sag doch hops hoch. Hops hoch, nicht hops vorbei. Und hoch da und jetzt gibt mir das kleine grüne Dingens da und jetzt hier hoch und dann da oben und bleib einfach nicht da hängen, kein Problem. So, wow. Wow. Warn mich doch vor. Ich bin sensibel. Komm her. Komm her. Du auch. Bruno Smash. Bruno Smash und die Feinde hier haben jetzt Schilde. Frag mich, was daran anders sein könnte. Haben sie vielleicht mehr Health oder mehr Rüstung oder sonst irgendwas? Oder stecken die Schilder einfach nur irgendwie Treffer ein? Ganz viele Mysterien. Unglaublich. Planke für Zauberer gefunden. Guck mal, eine Fähigkeit. Damit können wir jetzt Planken erstellen. Planken. Aber die Fähigkeiten von den anderen Skills übertragen sich nicht auf die neuen Skills. Das heißt, ich kann keine zwei Planken erstellen. Leider Gottes. Zwei Planken wären overpowered. Zumindest noch nicht. So, hopps. Und dann haben wir ein kleines Brückchen gebastelt. Und wir können hier Sachen machen. Beziehungsweise ich kann erstmal hier runtergehen und ich würde gerne... wow. Ich würde gerne Sachen erledigen da unten. Genau. Hier komme ich da so hin. Wenn ich die Planke da... Nein. Wenn ich die Planke... da hinsetze und dann hier reingehe. Dann kann ich die Erfahrungsbällchen mitnehmen. Yay! Hops, hops die du. Dann widmen wir uns wieder den wundervollen Dingen des Lebens, nämlich riesigen Stachelbällchen. Ich hoffe, dass meine Stimme demnächst wieder in Ordnung ist. Ich würde wieder vernünftige Parts aufnehmen wollen. Nicht so ein Bullshit die ganze Zeit. Wow! Ja, wenigstens habe ich das Ding aufgehalten. Mit meinem Gesicht einfach direkt reingesetzt. Alles klar, kannst du hier einen Planker stellen oder reicht das nicht? Reicht das? Oh ja, das reicht. Wunderbar. Kriegst du hier noch eine Planke hin? Er kriegt tatsächlich noch eine Planke hin. Aber wenn ich nicht zu dumm dafür wäre, um die irgendwie zu benutzen, dann würde es sogar funktionieren. Dann wäre das sogar ganz cool. So, komm. Stop. Nein. So, nimm. Steh. Steh. Steh, Planke, steh. Und jetzt nicht fallen. Alles klar, dankeschön. Ich bin blöd. Das war fast glücklich. Das war fast extrem glücklich. So, ups, hier rein. Hier sind keine Sachen mehr. Kann ich jetzt wieder... wow. Wow. Kein Problem. Alles klar. Jetzt komme ich da oben nicht mehr hin, weil ich keine scheiß Demon mehr habe. Muss ich das so auf konventionellem Wege machen? Ist ja langweilig jetzt. Oh Mann, ich würde so gerne die ganze Scheiße damit nehmen, aber nein. Ich muss ja schlecht sein.
Wirst du wohl jetzt irgendwie da runterkommen und so? Oder willst du nicht? Will anscheinend nicht. Boah, mir egal. Kein Ding. Mache ich jetzt zuerst die hier kaputt. How about no? How about no? Komm her. Combat Skills. Cranberries. Was? Das ist nie passiert. Okay, zurück würde ich sagen. Ja, ich würde sagen zurück. Ich würde sagen zurück. Zurück klingt gut. Zurück klingt gut. Ups. Ach Gott. Wow. So, und jetzt bitte. So. Dankeschön. Jetzt hier lang bitte. Bitte, sagte ich. Könntest du eventuell nicht schlecht sein? Ah, dankeschön. Hops, geht's da oben? Ist da oben noch irgendwie irgendwas? Oder ist da oben nichts? Scheint nicht so, als wäre da oben noch irgendwas. Hopp. Und jetzt halt dran vorbeispringen, kein Problem. Ich hab gehört, dran vorbeispringen soll auch gut sein. Huch. Naja, okay. Dann hole ich noch dieses kleine grüne Erfahrungsbällchen oder was auch immer. Und dann würde ich auch sagen, nächstes Mal bei Trine geht es weiter mit Sachen, die passieren. Hoffentlich passieren. Nämlich werde ich hoffentlich Progress machen. Oh, Cliffhanger. Was ist in der Kiste? Erfahrt ihr nächstes Mal bei Trine. Nächstes Mal bei Trine. Blablabla.